1991. Eine Reihe von Morden in einem Krankenhaus in Großbritannien schockiert die Welt. Bei den mysteriösen Anschlägen kamen 4 Kinder ums Leben. Niemand kann glauben, dass eine Krankenschwester versucht hat, 13 Kinder zu töten. Keiner hätte damit gerechnet, dass es jemand von uns war, dass sie es war. Das Problem bei Todesfällen im Krankenhaus ist, dass der Tatort sofort wieder steril gemacht wird. Beverly Elliott wurde bekannt als der Todesengel. Aber wurde sie schon als Mörderin geboren? Ich halte sie für eine kaltblütige, berechnende Killerin. Killer. März 1991. Die Kleinstadt Grantham in Lincolnshire, Großbritannien. Der 5 Monate alte Paul Crampton leidet unter einer Brustkorbinfektion, die nicht besser werden will. Seine besorgten Eltern beschließen, ihn zur Sicherheit auf die Kinderstation des Grantham Hospital zu bringen. Das Personal dort gab erst einmal Entwarnung. Wir wussten, jetzt ist Paul in guten Händen. Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit die Infektion sich nicht verschlimmert. Die Ärzte auf der Kinderstation, Station 4, beschließen, den Jungen über Nacht dazubehalten. Zunächst sind seine Eltern beruhigt. Doch nur wenige Stunden später verschlechtert sich Pauls Zustand dramatisch. Als wir zurück ins Krankenhaus kamen, hielt ihn eine der Schwestern im Arm. Paul sah blass aus und wirkte leblos. Es war so gravierend, dass der Junge von einem Notarztteam wiederbelebt werden musste. Das Kind war abwesend, bleich, verschwitzt. Ich legte sofort eine Glukoseinfusion. Wie durch ein Wunder erholte es sich. Paul sprach auf die Behandlung gut an. Dennoch blieben auf Station 4 einige Fragen offen. Unser Sohn überlebte den hypoglykämischen Anfall. Trotzdem fragte ich mich, was diese plötzliche Unterzuckerung ausgelöst hatte. Es war sehr merkwürdig. Der Säugling war unterzuckert. Die Ursachen dafür kannten wir nicht. Das Krankenhauspersonal war genauso irritiert und besorgt wie wir. Sie wussten nicht, was mit Paul los war. Ich ahnte, dass mehr dahinter steckte, aber was, wusste ich natürlich nicht. Was David Crampton nicht weiß, es ist nicht der erste Vorfall dieser Art auf Station 4. Seit einigen Wochen kommt es dort bereits zu überdurchschnittlich vielen akuten Notfällen mit kleinen Patienten. Es war Winter. Da ist es ganz normal, dass mehr Kinder krank werden. Dennoch war es schlimmer als sonst. Es gab außergewöhnlich viele Vorfälle in diesem Winter. Der erste Todesfall ist der 7 Wochen alte Liam Taylor. Der Junge wird mit einer schwachen Atemwegsinfektion eingeliefert und erleidet nach wenigen Stunden auf Station 4 einen Atemstillstand. Er hatte eine Lungenentzündung und sein Zustand verschlechterte sich plötzlich ganz rapide. Dr. Nanayakara war sehr besorgt. Das Kind litt unter Herz- und Atembeschwerden. Völlig unerwartet kam es dann zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Acute collapse, totally unexpected. Die Ärzte taten alles, um den Jungen wieder zu stabilisieren. Doch am Ende mussten sie den Eltern mitteilen, dass sie nichts mehr für ihn tun konnten. Die Eltern wollten daher nicht, dass Liam weiter an den Apparaten hing. Er starb in den Armen seines Vaters.
Zwei Wochen später wird der mehrfach behinderte 11-jährige Timothy Hardwick nach einem epileptischen Anfall eingeliefert. Ich bat Schwester Beverly, nach ihm zu sehen, während ich die Medikamentenrunde machte. Ich war noch nicht fertig damit, als sie mich rief, weil es Probleme gab. Timothy ist blau angelaufen und bekommt keine Luft mehr. Ein Notarztteam versucht, ihn wiederzubeleben. Doch um 18.15 Uhr stirbt der Junge. Kinder mit Behinderung haben oft eine kürzere Lebenserwartung. Sie sind anfälliger für Infektionen. Es war also nicht so ungewöhnlich. Dennoch war es sehr traurig. Weitere 5 Tage später erleidet die 15 Monate alte Kaylee D. gleich 2-mal Atemstillstände. Da die Ärzte die Ursache dafür nicht feststellen können, wird das Mädchen ins Krankenhaus von Nottingham verlegt, wo es sich rasch wieder erholt. Nach diesen 4 außergewöhnlichen Vorfällen ist das Personal von Station 4 des Grantham Hospital natürlich verunsichert. Wir hatten selbst Angst und machten uns große Sorgen. Man tut immer, was man kann. Und wenn das nicht reicht, kommt es vor, dass ein Kind stirbt. Das ist immer schwer. David Crampton und seine Frau können jedoch aufatmen. Ihr 5 Monate alter Sohn befindet sich auf dem Weg der Besserung. Beverly Allitt, die diensthabende Schwester, wechselte die Infusion. Und kurz darauf erlitt das Kind einen weiteren plötzlichen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Paul Crampton überlebt auch diesen Herzstillstand. In den kommenden 3 Tagen stabilisiert sich sein Zustand so sehr, dass die Ärzte ihn nach Hause schicken wollen. Entsprechende Vorbereitungen werden getroffen. Ich aß etwas in der Krankenhauscafeteria und als ich zurückkam, hatte Paul schon wieder einen hypoglykämischen Anfall. Nach diesem 3. Vorfall beschließen die Ärzte, den kleinen Paul zu verlegen. Er bekommt eine Glukoseinfusion und wird ins Queen's Medical Center in Nottingham verlegt. Dort wird er rasch wieder gesund. Nach diesem letzten Anfall wurde dem Kind Blut abgenommen und dieses an die Universität Cardiff zur Analyse geschickt. Um sicherzustellen, dass Paul Crampton gut in Nottingham ankommt, bietet eine Krankenschwester an, den Jungen zu begleiten. Beverly Allitt bot an, meine Frau auf der doch ziemlich traumatischen Fahrt zu begleiten. Auf den ersten Blick müssen die Vorfälle auf ihrer Station für die unerfahrene Krankenschwester eigentlich schrecklich sein. Doch sie ist sehr gefasst und ruhig. Ihre Kolleginnen bedauerten sie, weil diese Dinge ausgerechnet immer dann passierten, wenn sie Dienst hatte. Doch die Wahrheit ist viel schrecklicher. Innerhalb von 4 Wochen kommt es auf Station 4 des Grantham Hospital bei 4 Kindern zu einem Atemstillstand, bei 2 von ihnen mit tödlichem Ausgang. Die unerfahrene Krankenschwester Beverly Allitt hat das Pech, bei jedem der Vorfälle anwesend zu sein. Beverly Allitt wird am 4. Oktober 1968 in Corby Glen geboren, einem kleinen Ort in Lincolnshire, Großbritannien. Corby Glen liegt auf der Grenze zwischen Lincolnshire und Leicestershire. Ein kleiner Ort, in dem jeder jeden kennt. Das ist nun mal in solchen Ortschaften so. Beverly war das zweitälteste von 4 Kindern. Von klein auf suchte sie immer Aufmerksamkeit.
Das war ganz klar. Sie war ein pummeliges, nicht besonders hübsches Kind, auch nicht sonderlich begabt. Also musste sie die Aufmerksamkeit der anderen auf andere Weise auf sich ziehen. Mit einem dicken Verband zum Beispiel oder mit einem Gipsarm. Sie schnitt sich öfter als andere Kinder, war öfter im Krankenhaus als andere Kinder. Aber eigentlich war nichts besonders Außergewöhnliches an ihr. Ein normales Dorfkind. Beverlys Kindheit verlief ereignislos. Allerdings schaffte sie es, anders als ihre ältere Schwester Donna, nicht aufs Gymnasium. Sie verließ mit 16 die Schule ohne große akademische Bildung. Doch sie hatte eine Freundin, die Krankenschwester war und ihr Fachbücher lieh. Mit 17 beschloss Beverly, ebenfalls eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Diese Entscheidung wird Beverly Allitts Leben für immer verändern. Während ihrer Ausbildung jobbt Allitt in der örtlichen Kneipe und lernt dort auch ihren Freund kennen. Von ihren Freunden wurde Beverly die Fabeltante genannt, weil sie dauernd Geschichten über sich erfand. Man sieht also, dieser Drang, permanent im Mittelpunkt stehen zu wollen, zieht sich wie ein roter Faden durch Beverly Allitts Kindheit und Jugend. Hinter mir sieht man den Fighting Cox Pub, in dem Allitt als Teenager arbeitete. Dort traf sie auch ihren späteren Verlobten Steve Biggs, den sie einmal aufs Übelste zusammenschlug. Sie erniedrigte ihn, sie schlug ihn, sie war aggressiv. Diese Aggression gegenüber ihrem Partner ist ein erster Ausblick auf das, was noch kommen wird. Ohne dass es zu jener Zeit jemandem auffällt, zeigt Beverly Allitts Verhalten schon damals Züge von einer seltenen psychischen Störung. Die Bezeichnung Münchhausen-Syndrom ist angelehnt an den Lügenbaron Münchhausen, der für seine unwahrscheinlichen Abenteuergeschichten und wenig glaubhaften Erlebnisse bekannt ist. Patienten mit dem Münchhausen-Syndrom neigen überzufällig häufig dazu, sich selbst zu verletzen. Genau das tat Beverly. Sie fügte sich selbst immer wieder Wunden zu. Heute bezeichnet man dieses Krankheitsbild als artifizielle Störung, das absichtliche Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen aufgrund eines überstarken Aufmerksamkeitsbedürfnisses. Motiv der Betroffenen ist häufig, Zuwendung und Mitleid durch Familienangehörige oder Ärzte zu bekommen. Diese Leute werden auch als Krankenhaushopper bezeichnet. Falls ihnen nämlich ein Arzt sagt, sie haben gar nichts, gehen sie einfach zum nächsten und nächsten. Doch niemand ahnt, dass Beverly Allitt an diesem Syndrom leidet. Im September 1988 beginnt sie ihre Ausbildung zur examinierten Krankenschwester im Grantham and Casteven District Hospital. Kein Wunder, dass sie sich für diese Ausbildung entschieden hat. So war sie täglich in der Nähe von Ärzten, deren Nähe sie ja suchte. Seltsamerweise kommt es im Schlafsaal der angehenden Krankenschwestern zu bizarren Vorfällen, seit Allitt dort ist. Man fand Kot im Kühlschrank, Kot unter dem Herd. Vorhänge brannten. Eine ganze Reihe seltsamer Dinge ereigneten sich. Aber niemand brachte diese Ereignisse mit Allitt in Verbindung. Da kein Schuldiger ermittelt werden kann, wird allen Auszubildenden mit dem sofortigen Rauswurf gedroht, sollten die Vorfälle nicht aufhören.
Obwohl Elliot immer irgendwie in der Nähe war, konnte man ihr nie etwas nachweisen. Während ihrer Ausbildung erreichen Elliots Lügengeschichten einen neuen Höhepunkt. Sie injizierte sich Wasser in die Brust, damit eine Brust größer war als die andere. Sie spülte ihren Mund mit heißem Wasser aus, bevor sie ihre Temperatur maß. Sie fehlte häufig wegen kleiner Verletzungen im Unterricht, hatte dauernd die Grippe. Sie fand alle möglichen Ausreden, um nicht präsent zu sein. Zwischen 1988 und 1990, Beginn und Ende ihrer Ausbildung, hatte sie 160 Fehltage wegen Krankheit. Mit dem Ergebnis, dass sie ihre Abschlussprüfung gerade so eben bestand. Mit der bestandenen Prüfung in der Tasche beschließt Elliot, sich zur Kinderkrankenschwester ausbilden zu lassen. Doch man verweigerte ihr die Teilnahme an dem weiterführenden Kurs mit der Begründung, dass ihr die nötige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern fehlt. Die Zurückweisung ist für Elliot ein schwerer Schlag. Doch es gelingt ihr, eine Stelle auf Station 4 des Grantham Hospital zu finden, wo sie die nötige Erfahrung sammeln kann. Das ist das Krankenhaus. In dem Gebäude rechts befand sich 1991 der Haupteingang. Heute ist dieser Gebäudetrakt geschlossen. Station 4, die Kinderstation, befand sich in diesem Gebäudeteil und war nicht besonders groß. Auf der Kinderstation des Grantham and Casteven Hospital geht es meist recht ruhig zu. Überwiegend müssen Knochenbrüche und andere nicht lebensbedrohliche Fälle versorgt werden. Allerdings gibt es einen Personalnotstand. Dennoch sind die Krankenschwestern stolz auf ihre Station und dekorieren sie liebevoll. Das Krankenhaus war chronisch unterbesetzt. Daher wurden staatlich examinierte Krankenschwestern dringend benötigt, auch auf Station 4. Beverly Allett wurde eingestellt, ohne dass man ihr polizeiliches Führungszeugnis überprüfte. Und sie begann ihre Tätigkeit auf der Kinderstation, wo am dringendsten Personal gebraucht wurde. Sie war keine Kinderkrankenschwester und hatte nur die üblichen 2 Jahre Ausbildung hinter sich. Eine Kinderkrankenschwester wird 3 Jahre ausgebildet. Aber damals waren wir froh über jede Hilfe, die wir bekommen konnten. Am 18. Februar 1991 tritt Beverly Allett ihren Dienst im Grantham Hospital an. Sie zeigte sich lernwillig und wollte ihre Sache gut machen. Sie scheint zum richtigen Zeitpunkt an die Klinik gekommen zu sein, denn auf Station 4 kommt es gleich mehrfach zu tragischen Vorfällen, bei denen 2 Kinder ums Leben kommen. Die erfahreneren Schwestern auf der Station haben eine solche Häufung noch nie erlebt. Wir überlegten fieberhaft, was die Ursache für die Vorfälle sein könnte. Ein neuer, noch nicht bekannter Krankenhauskeim? Oder einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände? So etwas kommt leider vor. Manche Kinder sind sehr krank und manche von ihnen sterben auch. Niemand erwartet, dass jemand von ihnen damit zu tun hat. Jemand, der angestellt ist, um Kinder zu retten. Wir arbeiten auf Vertrauensbasis. Verlieren wir dieses Vertrauen, bricht das System zusammen. In den kommenden 2 Wochen bleibt die Lage auf der Station angespannt. Bei 5 weiteren Kindern kommt es zu hypoglykämischen Attacken.
Die 9 Wochen alte Becky Phillips überlebt nicht. Sie kam mit einer Darminfektion ins Krankenhaus, weil sie ein Frühchen war. Ihre Beschwerden wurden behandelt und sie durfte eigentlich schon wieder nach Hause. Schwester Beverly hatte sie betreut. Wieder zu Hause erlitt das Mädchen einen Anfall. Die Eltern brachten es zurück ins Krankenhaus. Doch es war zu spät. Becky starb. Auch Beckys Zwillingsschwester Katie muss unter Beverly Ellits Behandlung leiden. Die Eltern bringen sie aus reiner Vorsicht ins Krankenhaus, um eine Ansteckung auszuschließen. Kaum dort erleidet das Kind überraschend einen Atemstillstand. Es wird wiederbelebt, behält jedoch einen bleibenden Hirnschaden zurück. Beverly Ellett war für alle der Engel. Sie hatte dafür gesorgt, dass die kleine Katie rechtzeitig wiederbelebt wurde. Wieder steht Ellett im Mittelpunkt. Wie durch ein Wunder ist sie als Erste zur Stelle und tut genau das Richtige. Die Eltern halten große Stücke auf sie. Die Phillips hielten so viel von ihr, dass sie Ellett baten, die Taufpatin ihrer Tochter Katie zu werden. Beverly Ellett, der gute Geist der Station 4. Immer rechtzeitig zur Stelle, immer bereit zu helfen und zu trösten. Als schließlich die Wahrheit ans Licht kommt, sind alle mehr als schockiert. Auf der Kinderstation des Grantham Hospital in Lincolnshire kommt es zu mysteriösen Anfällen bei den jungen Patienten. So auch beim 5 Monate alten Paul Crampton. Man nimmt ihm Blut ab und 16 Tage später ist die Analyse da. Mit überraschendem Ergebnis. Man hatte bei Paul einen Laborwert von 500 Milliunits Insulin pro Liter Blut ermittelt, was vollkommen außergewöhnlich ist. Bei einem Kind liegt der Insulinwert normalerweise bei 10 bis 15 Milliunits pro Liter. Da sich der Junge zunächst erholt hatte, ging man davon aus, dass die Blutprobe schadhaft war oder dass der Junge an einem Insulinom litt, einem gutartigen Pankreastumor. Da sich inzwischen alles geregelt hatte, ging man der Sache nicht weiter nach. Wenn ein Kind ins Krankenhaus kommt, ist es in der Regel krank. Und kranke Menschen sterben mitunter. Das ist nicht so außergewöhnlich. Ich hätte niemals gedacht, dass eine konkrete Person für die Vorfälle verantwortlich war. Welche Krankenschwester würde einem Kind etwas antun? Das war damals undenkbar für mich. Und ist es auch heute. Es vergehen weitere 2 Wochen, in denen Kinder mit viel zu niedrigem Blutzuckerspiegel kollabieren. Am 22. April wird die 15 Monate alte Claire Peck auf der Kinderstation eingeliefert. Das Mädchen ist Asthmatikerin. Claire Peck war ein sehr süßes kleines Mädchen, das relativ häufig bei uns war wegen ihrer Asthmaanfälle. In der Regel sprach sie auf die Behandlung aber sehr gut an. Der Arzt verließ das Zimmer, um mit den Eltern zu sprechen. Das kleine Mädchen blieb mit Beverly Ellett allein zurück. Kaum hatte der Arzt den Raum verlassen, erlitt das Kind einen Atemstillstand. Ellett schlug sofort Alarm und den Ärzten gelang es, die Kleine wiederzubeleben. Kaum hatten sie das Zimmer jedoch verlassen, wiederholte sich der Vorgang. Wieder ein Atemstillstand. Beim zweiten Mal blieben die Wiederbelebungsversuche der Ärzte erfolglos. Und das kleine Mädchen starb. Der Tag, an dem Claire Peck starb, war der schwärzeste Tag von allen. Wir konnten einfach nicht glauben, dass sie tot war. Wir waren alle völlig fertig. Es musste doch irgendwo eine Antwort geben. Da es keinerlei medizinische Erklärung für die Vorfälle gibt, kommt ein grausamer Verdacht auf. Ein Mörder ist am Werk. Die Krankenhausverwaltung schaltet die Polizei ein.
Am 30. April 1991 erhielt ich einen Anruf, dass es im Grantham Hospital eine polizeiliche Untersuchung geben müsse. Wir trafen uns dort zu einer Besprechung am 3. Mai, bei der zwei Ärzte der betroffenen Station anwesend waren. Dr. Nanayakara und Dr. Porter, sowie der unabhängige Gutachter Professor David Hull. Professor David Hull wird damit betraut, einen unabhängigen Bericht zu verfassen. Aufgrund der zugrunde liegenden 13 Vorfälle kommt er zu dem Ergebnis, dass nur 3 der Vorfälle verdächtig sind. Die Anfälle von Paul Crampton. In einigen Polizeikreisen war man der Auffassung, wir würden mit dieser Untersuchung nur unsere Zeit verschwenden. Doch ich beschloss, die Umstände der 3 Anfälle des kleinen Paul genau zu überprüfen. Detective Superintendent Stuart Clifton geht der Sache nach, weil er ein komisches Gefühl bei der Sache hat. Stuart Clifton war damals mein Chef. Er berief ein Meeting ein und sagte, Sie sind die Gruppe, der ich das nötige Gespür für diese Untersuchung zutraue. Ich weiß selbst nicht, wonach wir suchen, aber wir werden zunächst die Eltern der betroffenen Kinder und das zuständige Personal befragen. Wir fischen im Trüben, aber ich bin mir sicher, dass wir etwas finden werden. Die Polizei beginnt also mit der Befragung. Doch auch die Gespräche bringen sie nicht wirklich weiter. Als wir mit den Schwestern von Station 4 sprachen, war sehr schnell klar, dass sie selbst auch nicht wussten, was los war. Die Eltern hatten auch keine Erklärung und alle schienen nur darauf zu warten, dass es für die Vorfälle am Ende doch noch eine natürliche Begründung geben würde. Natürlich wurde auch Beverly Ellett befragt, die Krankenschwester, die bei den meisten der Vorfälle zur Stelle war. Am 7. Mai traf ich sie zum ersten Mal. Beverly Ellett war eine große, stämmige Frau, sehr angenehm, sehr freundlich. Sie beantwortete alle meine Fragen und verhielt sich nicht anders als ihre Kolleginnen. Doch Ellett hat schon immer andere belogen. Da bildet die polizeiliche Befragung keine Ausnahme. Fürs Erste bleibt die Wahrheit unentdeckt. Stuart beleuchtete die Angelegenheit von verschiedenen Seiten und sprach mit diversen Fachleuten, Kinderärzten, die sich die Akten der Kinder ansahen. Rasch kam er zu einer ganz neuen Erkenntnis. Detective Neil Jones wird unterdessen damit betraut, den Fall außerhalb des Grantham Hospital zu untersuchen. Ich fuhr ins Queen's Medical Center und ins städtische Krankenhaus Nottingham. Erstaunlicherweise fand man dort im Kühlschrank noch Blutproben der betroffenen Kinder, die man offensichtlich vergessen hatte zu entsorgen. Normalerweise werden solche Blutproben spätestens nach 6 Monaten entsorgt. Doch das wurde hier versäumt. So konnten wir die Bluttests von 9 der 13 betroffenen Kinder sicherstellen. Man schickt die Blutproben zu Professor Vincent Marks von der Universität Surrey. Paul Cramptons Blut wird ein zweites Mal getestet. Und Professor Marks machte eine erstaunliche Entdeckung. Er fand heraus, dass der Insulinwert im Blut des Jungen nicht etwa 500 Milliunits, sondern 47.000 Milliunits betrug.
der zweithöchste Insulinwert der Welt. Wir wollten wissen, wie es zu dieser Diskrepanz kam und stellten fest, dass die Bluttestmaschine der Universität Cardiff auf einen maximalen Insulinwert von 500 eingestellt war. So konnte der tatsächliche Wert nicht angezeigt werden. Professor Marx ging davon aus, dass das Insulin den Kindern injiziert wurde. Das war der erste Hinweis darauf, dass im Grantham Hospital vermutlich ein Mörder zugange war. Es gab einen schon vor 1991 veröffentlichten medizinischen Bericht, in dem von einer Mutter die Rede war, die ihrem Säugling absichtlich Insulin und andere Substanzen injiziert hatte. Diese Frau litt am sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Dabei handelt es sich um das Erfinden, Übersteigern oder tatsächliche Verursachen von Krankheiten bei Dritten, meist Kindern. Es stellt eine subtile Form der Kindesmisshandlung dar, bei der sogar der Tod des Opfers in Kauf genommen wird. Detective Superintendent Clifton will beweisen, dass es sich auch hier um einen solchen Fall handelt. Wir versuchten herauszufinden, woher das Insulin kam, und stellten fest, dass die Krankenhausapotheke die verschiedenen Stationen jeweils bei Bedarf mit Insulin belieferte. Die Schlüssel für alle Insulinkühlschränke des Krankenhauses waren identisch und der Schlüssel von Station 4 fehlte. Zuletzt hatte Beverly Elliott ihn gehabt. Die aber sagte, sie hätte ihn einer anderen Krankenschwester gegeben. Professor Marx testet alle 13 Blutproben und stellt fest, dass nicht nur Paul Cramptons Blut abnorme Werte aufweist. Becky Phillips' Blut enthielt 9000 Milliunits Insulin pro Liter Blut. In anderen Proben fanden sich hohe Kalium- und Lidocain-Werte. Diese Ergebnisse sorgten dafür, dass die polizeiliche Untersuchung ausgeweitet wurde. Es steht nun fest, dass ein Krimineller sein Unwesen auf Station 4 treibt. Ihm muss schnellstens das Handwerk gelegt werden. Stewart vertraute auf sein Bauchgefühl. Er ließ eine Grafik anfertigen, die anzeigte, welches Kind wann welche Attacken erlitt und welche Krankenschwester zu diesem Zeitpunkt zuständig für die Betreuung war. Es ergab sich, dass in jedem Fall, in dem ein Kind zu Schaden gekommen war, Beverly Elliott mit dem Kind alleine war. Ich war schockiert. Eine Krankenschwester, die Seite an Seite mit mir arbeitete, sollte das getan haben? Die Vorstellung, dass ausgerechnet eine Krankenschwester der Täter sein sollte, war vollkommen unglaublich. Natürlich hielten alle Elliott für eine gute Pflegekraft. Wer sollte sie also verdächtigen? Wir dachten alle, man wollte ihr etwas anhängen. Es konnte niemand von uns sein, auch sie nicht. Doch Beverly Elliott ist die Hauptverdächtige der Polizei. Damit nicht noch mehr Kinder Schaden nehmen, wird sie am 21. Mai 1991 um 7 Uhr morgens zu Hause festgenommen. Der Tatvorwurf: Diebstahl des Schlüssels für den Insulinkühlschrank und versuchter Mord an Paul Crampton. Elliott blieb vollkommen ruhig. Sie machte zu keiner Zeit den Eindruck, nervös zu sein oder Angst zu haben, dass man sie überführen könnte. Officer Michelle Billingsley und Detective Neil Jones führen die Verdächtige ab. Gleichzeitig wird eine Hausdurchsuchung veranlasst. In ihrem Haus wurde eine Spritze gefunden und in einem Schrank im Schlafzimmer das Belegungsbuch der Station.
Wir befragten Alet über mehrere Stunden und sie zeigte wieder keine Reaktion. Ich meine, immerhin wurde sie des Mordes beschuldigt. Sie gab nichts zu. Im Gegenteil, sie schob die Schuld auf andere. Es war klar, dass wir aus ihr nichts herausbekommen würden. Ich bin mir sicher, dass sie glaubte, man könnte ihr die Morde nicht nachweisen. In der Tat hat die Polizei Schwierigkeiten, genügend Beweise zu finden, um Alet festzuhalten. Sie wird wieder nach Hause geschickt, die Untersuchung jedoch fortgesetzt. Doch Alet lässt sich davon nicht aufhalten. Nach ihrer Festnahme am 21. Mai 1991 muss die Polizei Beverly Alet wegen unzulänglicher Beweislage wieder gehen lassen. Die allgemeinen Umstände erschweren die Beweisaufnahme. Das Problem bei Mordfällen im Krankenhaus ist, dass der Tatort sofort wieder steril gemacht wird. Das Opfer bzw. die Leiche wird weggebracht. Und das Reinigungspersonal entfernt pflichtbewusst alle Spuren, die zur Überführung eines Täters führen könnten. Es war ein schwerwiegender Fall. Niemand traute einer Krankenschwester zu, dass sie die ihr anvertrauten Kinder töten könnte. Doch genau das geschah hier. Und es kam noch etwas anderes dazu. Das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Fall. 2 Monate nach den mysteriösen Todesfällen auf der Kinderstation untersucht nun die Polizei die Vorfälle. Eine Krankenschwester wurde festgenommen und auf der Polizeistation einem Verhör unterzogen. Es könnte zu einer weiteren Vernehmung dieser Person kommen. Über alles Weitere möchte ich nicht spekulieren. Die Untersuchung läuft auf Hochtouren, doch die Polizei trifft auf unerwartete Reaktionen der betroffenen Eltern. Sie waren gegen die Polizei, statt gegen den möglichen Täter zu sein. Eine Familie engagierte sogar einen Privatdetektiv, um die Polizei zu überprüfen. Man glaubte, die Polizei würde ein abgekartetes Spiel mit Beverly Alet treiben. Als Hauptverdächtige in einem Mordfall wird Alet vom Dienst suspendiert. Zur selben Zeit zieht sie bei ihrer Freundin Tracy Jobson und deren Familie ein. Im Krankenhaus kam es zu keinen weiteren Vorfällen mehr, nachdem sie fort war. Dafür aber in ihrem neuen Zuhause. Im Bett von Jonathan Jobson, Tracys Bruder, fand man seltsamerweise Bleiche. Alet verabreichte dem Familienhund Tabletten, der daraufhin mit Schaum vorm Maul umfiel. Eileen Jobson, Tracys Mutter, beobachtet die seltsamen Ereignisse mit zunehmender Sorge. Eileen fragte immer wieder, wer tut sowas? Tracy, Jonathan und Beverly sagten alle, sie wüssten es nicht. Dann erzählte Beverly, sie hätte einen Poltergeist gesehen, der wäre für all das verantwortlich. Ein Vorfall ereignete sich bei einem gemeinsamen Besuch auf dem Whittlesea Market. Jonathan klagte plötzlich über Übelkeit. Plötzlich kippte Jonathan um. Man brachte ihn nach Peterborough, wo sich herausstellte, dass er einen viel zu niedrigen Blutzuckerspiegel hat. Bevor die Familie zum Markt aufgebrochen war, hatte Beverly dem Jungen einen Saft gemacht. Jonathan trank den Saft, obwohl er seltsam schmeckte. Eileen Jobson hält es nicht länger aus. Sie informiert die Polizei. Und wieder wird Beverly Alet abgeführt. Im November 1991 wurde Beverly Alet offiziell angeklagt. Wegen Mord in 4 Fällen, versuchtem Mord in 8 Fällen und schwerer Körperverletzung in 1 Fall. Wieder zeigt Beverly Alet sich unbeeindruckt. Sie stand einfach nur da. Zeigte überhaupt keine Reaktion. Es war unglaublich.
Das zeugt weniger von Abgeklärtheit als vielmehr von ihrer psychischen Störung. Sie agiert eben nicht auf derselben moralischen und rationalen Ebene wie Sie oder ich und kann daher die Ernsthaftigkeit ihrer Situation nicht umreißen. Sie ging in ihre Zelle, aß etwas und legte sich schlafen. Wie kann man ruhig schlafen, wenn man des Mordes bezichtigt wird? Am nächsten Morgen musste sie sogar geweckt werden, damit sie rechtzeitig zu ihrer Verhandlung im Gericht war. Ich fand das sehr erstaunlich. 15 Monate sitzt Beverly Allitt im Gefängnis von Wakefield ein, bis ihr der Prozess gemacht wird. Am 15. Februar 1993 findet die Verhandlung statt. Der ehemaligen Krankenschwester wird heute vor dem Nottingham Crown Court der Prozess gemacht. Beverly Allitt werden 26 Anklagepunkte vorgeworfen. Sie wurde vergangenen Mai festgenommen, nachdem sie auf der Kinderstation eines Krankenhauses vermutlich 4 Kinder getötet hatte. Sie hatte inzwischen stark abgenommen. Sehr häufig fehlte sie im Gerichtssaal, weil sie angeblich krank war. Beverly Allitt plädierte auf nicht schuldig. Das ordnet sie ein in eine Reihe von Serienmördern, die einfach nichts zu sagen haben zu den gegen sie vorgebrachten Vorwürfen. Doch die Beweise der Staatsanwaltschaft sind nicht von der Hand zu weisen. Und Allitt wird in allen Punkten schuldig gesprochen. Sie war erwiesenermaßen die Einzige, die bei den Vorfällen mit den Kindern immer anwesend war. Sie wurde wegen 4-fachen Mordes und 9-fachen versuchten Mordes zu 13 Mal lebenslänglich verurteilt. Alle waren überwältigt von diesem Richterspruch. Nicht nur die Eltern der betroffenen Kinder, auch die Polizisten und die Staatsanwaltschaft selbst. Der Richter brachte es auf den Punkt. Beverly Allitt ist eine böse Person. Allitts eigene Ausfälle wegen Krankheit und ihre erfundenen Verletzungen brachten die Polizei auf die richtige Spur. Die Taten dieser Frau schockierten die ganze Nation. Aus der Krankenschwester, dem Engel, war ein Todesengel geworden. Was aber brachte diese auf den ersten Blick so liebevolle Person dazu, unschuldige Kinder gewissenlos umzubringen? Nachdem der Urteilsspruch feststand und wir also sicher wussten, dass sie es gewesen war, wollte ich nur noch eins, dass sie nie mehr aus dem Gefängnis kommt. Ich halte sie für eine kaltblütige, berechnende Killerin. Killer. Zu keinem Zeitpunkt zeigte Beverly Allitt so etwas wie Reue. Auch nicht nach der Verurteilung. Natürlich hörten wir auch kein Wort des Bedauerns von ihr. Sie wollte bei allem, was sie tat, immer im Mittelpunkt stehen. Sie nahm den Tod von 4 Kindern in Kauf, nur um im Zentrum des Interesses zu stehen. Beverly Allitt leidet an einer psychischen Störung. Aber das heißt nicht, dass sie als Mörderin geboren wurde. Sie verletzte Kinder absichtlich, um dann in letzter Sekunde als Retterin aufzutauchen und damit wieder die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und das war auch das Motiv hinter ihren Taten. Sie wollte im Mittelpunkt stehen. Beverly Allitt wurde mit einer genetischen Disposition geboren, die unter gewissen Umständen zu Gewaltausbrüchen und Aggressionen führen kann. Und genau das passierte. Ich denke, ein solches Verhalten setzt sich aus vielen kleinen Puzzleteilen zusammen, die irgendwann ein großes Bild ergeben.
Das Resultat ist eine Person, die anderen Schaden zufügt und sogar tötet. Der äußere Einfluss und ihre genetische Disposition, ja, sie wurde als Mörderin geboren. Welche Gründe es auch gab, sie wurde zur Mörderin. Sie beging Verbrechen an den unschuldigsten unserer Gesellschaft, unseren Kindern.